Grazia Dietze und Thomas Weber arbeiten ehrenamtlich bei der Tiertafel Cottbus. Jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr haben sie geöffnet, dann können Bedürftige sich hier das Essen für ihre Liebsten holen. Über 350 Kilo Futter stehen monatlich zur Verfügung. Doch nicht jeder kann sich einfach sowas nehmen. Es gibt gewisse Regeln. Ja, also bei uns bekommen Rentner zum Beispiel oder ALG-II-Empfänger, jeder, der zu wenig Geld hat, um sein Leben zu bestreiten, die bekommen das von uns. Wir haben ein Formular, da kommt im Prinzip das Tier drauf, wie schwer es ist, wie alt es ist. Dann kommt drauf, was es für ein Empfänger ist, was er hat, ob er Rentner ist und ja. Ein paar der Betroffenen schaffen es erst gar nicht bis zur Tiertafel. Da ist man froh, wenn man jemanden hat, der hilft. Meist wird das Essen dann von den Nachbarn abgeholt. Deswegen, wenn sie uns nicht hätte manchmal. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das ist ja noch, ja. Na, sie ist Sozialhilfeempfänger und auch EU-Rentner. Und dadurch ist sie auch bedürftig und sie wusste das selber nicht. Und da haben wir das zufällig gelesen und haben ihr den Tipp gegeben, dass sie sich hier auch mal kümmern kann für ihre Haustiere, ein bisschen Unterstützung bekommt. Auch nicht. 4, 8, 4, 8, 4. Unter den Tafelkunden sind auch viele Rentner. Das Geld ist oft knapp. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum viele auf die Tiertafel angewiesen sind. Es kommt dadurch, weil ich verschuldet bin. Dadurch ist das passiert, dass ich jetzt auch meine Miezen auch noch ein bisschen drunter leiden muss. Naja, aber die müssen nicht leiden. Es gibt ja die Tiertafel und ich bin sehr zufrieden. Selbst die Tiertafel braucht noch helfende Hände. Sie suchen dringend Spender für Nassfutter, damit Bedürftige auch weiterhin für ihre Vierbeiner sorgen können.